Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe von Gregor spielt. Persona 5, wir müssen einmal kurz reinbooten, aber dann wird es auch gleich schön weitergehen. Ich bin immer ein bisschen optimistisch, denke ich, was die Dungeon-Besuche angeht, obwohl ich ja eigentlich quasi die Hälfte des einen Dungeons in einer Rutsche geschafft habe. Aber es gab ja einige Irrungen und Wirrungen. Wir haben im letzten Teil ja nochmal ein bisschen Live-Stuff gemacht. Wir haben im letzten Teil nochmal in Mementos uns ein bisschen abgegeben. Da werden wir jetzt mal gucken, dass wir also ein bisschen dungeoniger machen. Vielleicht es jetzt schaffen, wobei Morgana hatte was von wegen Halbzeit gesagt, ne? Wir so bei Halbzeit sind. Wenn wir jetzt mal ein bisschen konzentrierter rangehen. Ich habe hier jetzt von der Party her aus, da wir jetzt erstmals 5 Partymitglieder haben, Ryuji an und Yusuke dazu genommen. Morgana erstmal ausgelockt. Yusuke. Alle mit Direct Commands würde ich auch machen, weil ansonsten kann man sehr leicht alles verdödeln. Und es geht, wenn wir bei den Persona schauen, die ich habe. Konnte ich jetzt noch nicht so richtig zusammenmixen, aber hier, Hypixie hat sich eigentlich ganz gut gelohnt mit dem Zusammenmischen. Wir sind erst bei Level 15 sogar? Ne, Level 16, aber wir haben eine Persona, die 2 Level drüber ist. Da zeigt sich der Arcana Burst. Der hilft tatsächlich sehr. Ich hoffe mal, dass wir nicht durcheinander kommen. Bei den Safe Rooms kann ich anscheinend nicht wechseln, ne? Ich kann das nur beim Eingang machen. Wobei, ich kann jetzt zum Eingang zurück und dann wieder dahin, wenn das so funktioniert. Let's keep exploring. So. Lass uns rausgehen. Dadurch, dass wir die Tür geöffnet haben in der realen Welt, sollten wir jetzt ja keine Probleme haben, durch diese Tür hier durchzugehen, es sei denn, die haben noch einen extra Boss hier hingepackt, aber ich... Oh Gott, sie haben einen, oder? Nee. Nur, dass die Tür offen ist. Yeah. Aber Security ist immer noch nicht vorhanden, dank meiner harten Arbeit. Ja, Arme an. Meinst du denn damit? Ach, macht euch da keine Sorgen. Lass uns einfach weiter. Ja, finde ich auch. Lass uns erstmal nicht darüber nachdenken. Das wird das nicht so nice ausgehen. Schönes Design für das Museum hier. Ich mag es. Hier in diesen Treppen rauf, da ist nichts, ne? Einfach nur Treppen, die ins Nichts führen. Also mal gucken, ob hier schon Gegner verteilt sind. Was hat er nochmal? Kann ich mir nicht die Person von Yusuke angucken? Hier, warte mal. Also seine hatte Bufu, Agi, Morgana hatte Garu, er hatte Sio, ich habe Garu aber auch selbst. Garu, Sio, Bufu, Mabufu sogar. Ja, okay. I'll reveal your true form. Da habe ich mir was getraut. Und es hat sich ausgezahlt. Oh, Jack Frost. Ja, geil. Right. Die müssten natürlich weak gegen Fire sein. Ich habe hier eine mit Agi. Guapo. Eigentlich ganz gut aus. Kann ja jetzt nochmal selbst meine Magic benutzen. Hatte ich Jack Frost, oder? Ne, ich hatte Jack Frost schon, ne? Ja, ich habe hier einen gecraftet. Aber machen wir All Out Attack, dann muss ich das Gelaber jetzt hier nicht machen. Aber ja, ich habe ihn hier gecraftet und dann vorgezeigt für das eine verlangte. Das ist eine verlangte Upgrade, was ich haben musste. Müssen wir mal gucken, was die andere Person ist, die ich jetzt craften oder finden muss. I have something. Hier hinten ist nichts. Somewhere. Auch nichts. Aber in der Security-Room. Können wir nochmal schauen. I have something. Ne, drücken können wir nichts mehr. Alles klar. Serverraum hat uns das gewonnen. Es ist auch, weil es ist hier ein Pollen-Warning, heißt das, dass hier teilweise ein paar Gegner dann schlafen können?
Er ist blau, der Typ, ne? I'll reveal your true form. Boah, das war knapp. Ich hätte aber auch keine Stelle gesehen, wo ich mich vernünftig verstecken kann. Zwiebelmenschen sind's hier. Oh, weak to gunfire, okay. Okay. Mit an ist es immer so ein bisschen ein Zufall. Wenn sie Gunfire hat. Weil ich kann ja nicht spezifischer nochmal auf einziehen, sondern durch ihre Uzi. Nee, oder ja, Uzi ist nicht, es ist ja eine Tommy Gun, die sie hier hat. Er ist ein bisschen kniffliger, das zu machen. Aber lieber so, anstatt jetzt groß Magie aufzuwenden. So, eine Karte. Ah, ich habe schon gesagt, ist hier eine Karte? Da ist eine Karte. Eine Broschüre. Oh, ein anderes Pamphlet. Aber nicht der Rest der Karte hier. New Map. Also, different one. Genau, second out of two. The rest of the map. Treasure. Okay, ist einigermaßen weitläufig. Ah, und da scheint wahrscheinlich der Schatz zu sein. Wir müssen da durch die Lounge und die Galerie, damit wir da durchkommen. Und die Security wird natürlich ein bisschen tighter sein, das ist klar. Ich will mal kurz Toggle Map. Ah, da ist die Lounge. Treasure Hall, Main Treasure Hall. Okay, das sind also die vier Stockwerke. Hier noch ein bisschen weiter höher. Wir haben, ah, das sind so wahrscheinlich Luftschächte, durch die ich durch kann. Also es ist quasi ein Stockwerk mit Luftschächten. Dann gibt es das andere, die Treasure Hall Gallery. Und dann sind wir da. Das klingt doch einigermaßen machbar. So. Mal gucken, von innen können wir natürlich nicht dahin. Oh, und eine Kiste. Okay. Okay, shit. Müsste eigentlich volle Pulle draufhauen jetzt, ne? Oh, shit. Ah, okay, was wäre das Beste? Mach mal Agi. 23 nur. Okay, Giant Slice. Der hat überall Resistances. Headbutt. 33. Oh, bitte lauf nicht beim ersten Mal weg. Double Fangs. Der hat Double Fangs. Ich mach physische. You're mine. Okay, alle Strengths, ne? Und ich kann ihn auch nicht runterhauen. Wow, Critical! Ich habe tatsächlich einen Hold-Up geschafft. Okay, Upbeat, der ist also fröhlich. Let's talk. Den Regent. Oh, und ich muss ihn nicht überzeugen. Ja, geil. Okay, Regent kann ich fusionieren mit anderen. Das war's, ne? Und ich habe 315 Experience bekommen. Das ist auch schon ganz geil. Null Money. Level Up für Morgana. Neuer Skill für Morgana. Magaru. Ja, ziemlich cool. Alright. Okay. Oh. Es ist abgeschlossen. Ich habe keinen Lockpick. I've got no lockpick. Da komme ich nicht durch. Okay, also eine offene Kiste, da eine geschlossene. Da ist der Lockpick. Wir laufen mal hier rüber. Jetzt von hier können wir rein. Oh. Ach ne, es war so ein Spot. Ich habe jetzt hier keine Gegner gesehen, aber ich probiere mal kurz. Können wir hier entlang? Okay, hier ist auch zu.
müssen wir alles durch ein Security System mal öffnen, ne? Einfach so direkt durch, das wird nicht gehen. Oh. Den habe ich übersehen, aber der war auch nichts wert. Okay, da ist offen. Da ist offen zum Teil. I can feel it. Damn it. Okay, da ist das Gegenteil von offen. Können wir wohl abschalten. I'll reveal your true form. Okay, da habe ich zwei gesehen, ne? Also sind es wahrscheinlich zwei hintereinander. Oh, wow, 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 was geht? Okay, Zio. Okay, Zio und Gunfire. Okay, kann ich Batonpass machen? Du machst dann zweimal Zio. Tu mal, du times Zio. Okay, all out attack. Let's go all out. Oh, es ist ganz schön viel Damage, die ich mache. Und ich wusste ja, das ist der zweite. Pretty strong. Okay, wir müssen mal hier probieren. Zumindest mit Agi. Das wäre schon super. Irritable. Also gleich mal mit ihm reden. Ah, ihr habt nicht genug Level. Oh! Discharge Crystal. Betrayen, okay. Also, me show you mercy and you show me gratitude. Wir lassen ihn gehen, ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet, was sein Level ist. Na gut. Nice work, Team. Aber ich glaube, es hat mir trotzdem nochmal die Experience gegeben, oder nicht? Genau, aber es waren zwei nebeneinander. Klar, die stehen ja auch hier bei einem Schatz. Sacramental Bread. Ein bisschen vorsichtiger. Wir sollten erstmal links herum. Aber hier können wir auch nicht entlang wirklich. Jawohl. Ich bin hier hoch. Oh. Natürlich nice. Aber warte mal. Dann gehen wir aber auch da hoch. Weil da haben wir das Item. Wer versteckt denn hier was? Okay. Wow. Also, sehr vorsichtig sein, wenn wir hier durchgehen. Das sollten wir sowieso. Nicht gesehen. There's two enemies. I don't see a weak spot. Possessing Dog Ghost. Block. Okay. Dann kriegt er einen Mabufu mal ab, wenn das geblockt wurde. This is my other self. Oder ein Bufu. Prepare yourself. Okay, inflicted with freeze ist gar nicht mal so schlecht. Als Garu des Bitch. Ja, ich hab nur Garu, ne? Okay, jetzt kann ich aber mit denen mal reden. Timid, also sie sind eher zurückhaltend, schüchtern. Talk. Give me your power. Du bist dumm, dieses Territorium gehört uns. Warum kommst du her? Was denkt ihr Menschen denn? Es tut mir leid. Ja, ah, du bist also, du kommst mit vernünftigen Argumenten, ne? Mensch. Okay. Me see you make effort talk to me. Du willst mir was sagen, oder? Mach nicht die Möbel kaputt. Ich werde dich mit einem Haustier machen. Lass mich dir das Pfötchen geben. Ah, ich verstehe nicht. Aber... Oh, ich habe nur ein Item bekommen. Scheiße.
Die anderen waren zu gemein, außer das Fötchen. Naja, gut. Egal. Don't matter. Alright. Focus. I'll reveal your true form. Okay, Glück gehabt. So, die verstecken kann man sich hier eben nicht, ne? Okay, Jack Frost, die waren Agi, ne? Maragi lohnt sich nicht, weil es nur zwei sind. Weil wir machen dann die All-Out-Attack. Weil wenn es drei wären, dann wird es sich lohnen. Ab drei. Da können es von mir aus drei bis können so sechs oder 20 sein. Dann kann ich Maragi machen und dann bin ich total hunky-dory draußen. Ja, Level up für mich. Geil. Das heißt, mehr Persona Fusions. Und? Okay. Das geht ein bisschen runter. Okay, der ist rot. Immerhin nicht gesehen. So, okay, was hat er eigentlich für ein Level, ne? Krieg gegen Agi. Level 20 ist er sogar. Ja, wir machen die All-Out-Attack. Das sollte nicht reichen, um den umzubringen, würde ich sagen. Oh shit. Okay. Dann kriegt er aber einen Giant Slice. Und weil es Agi ist, er empfindlich. Ich greife einmal nochmal an. Soll reichen. Victory is ours. A spectacular victory. Wie viel hat er gebracht? 80 Experience. Das 1000 Geld. Das ist gut, ich soll jetzt einmal mit Morgana heilen. Okay. Let's hurry ahead. Ja, ich hab's ja gesehen. Und guck mal hier, Regent ist anders angezeigt. Cannot equip. Mask of a Treasure Demon. Er sieht ja echt wuschig aus. Hat er Stats? Alter, schau dir die... What? Alter. Maragi, Mabufu, Magaru, Masiu, Mapsi, Mafre, Makua, Maea. Das wäre der perfekte, die perfekte Persona. Also es wird zwar viel Magic Points abziehen, aber... What the fuck? Und guck mal, er ist empfindlich. Ah. Gegen lila und blauer Fan. Was auch immer. Und Death und Holy sind null. Holy shit, Masio, Mapsi, Psychic Damage. Nuclear Damage heißt es also, okay. Holy fuck, ey, das wäre. Oh, das wäre der Hammer. Was soll ich nochmal? Skill. Garner gibt uns einmal ein Media. Ist ja ganz gut. Habe ich schon genommen? Ja, ne? Habe ich nochmal genommen? Ja. Das bisschen kann ich mir. Da ist ja noch einer. I can see it. Da unten. I'll reveal your true form. Okay, der schien aber normal zu sein, der hatte Geld, ne? Okay, also Garu und Agi. Dein Agi. Ich wechsle auf Joker. Und jetzt gibt's einen Garu. Ich glaube, ich habe sogar schon Garu Persona. Looking cool, Joker. Die Hunde hatte ich noch nicht, ne? Okay, also nochmal. Warum trampelst du denn hier hin? Sorry about that, das hatten wir, ne? Das war richtig. Also, you go back to your mother's arms. You need to take a nap now. Bin ich so jung? Ich bin noch nicht müde.
Ich bin noch nicht müde. Ah, okay, wieder nichts gekriegt, oder? Ja, wieder nichts gekriegt. Ah, shit. Schwierig auszuloten. Diese Person ist schwierig auszuloten. Ich will die Hunde auch nochmal einfangen. Gotta catch them all. Okay. Selbst wenn wir nicht mehr in die... in die Paläste hier rein können. Joker! Sollten wir zumindest über Mementos immer noch die Gegner bekämpfen und einfangen können, falls wir die nicht haben, ne? Okay, da können wir rüber. Aber da können wir nicht durch, oder? Hey. Security Room. Beam ausschalten, aber... I can feel it. I have something. I can feel it. Ah, ein schiefes Bild. This is amazing. Okay. Bizarre Textur, als ob man einfach so rein könnte. Ah. Was ist passiert? Meine Hand ist gerade durch das Gemälde gegangen, also können wir rein? Ich sehe keinen anderen Weg, lass es uns versuchen, da Glück gehabt. Boah, voll Dark Souls hier. Oh, warum kommt ihr in meinen Bambusgarten? Ja, ich werde euch nicht vergeben. Ich bin tatsächlich im Bild drin. Was zum Teufel war das denn? Wahrscheinlich Maradames Gedanken. Maradames Gedanken. Wir müssen keine Panik haben. Oh, das ist ja der Hammer. Oh. Von einem Gemälde ins andere. Das ist ja der großartig. Wir sind miteinander verbunden. Mal sehen, wo sie hingehen. Also, können wir die Connections uns angucken? Somewhere. Da. So. How foolish. Ja, sehr gut. Ja. Wir sind die schmutzigen Diebe, aber er hat die Natur der Kunst beschmutzt, der Madarame. Behalte deine Emotionen für dich, denn wir müssen erstmal hier in den... erstmal den Schatz holen. Und dann hier rein in den Security Room, schätze ich mal. Der diesen ganzen Scheiß abschalten kann. Guck mir nicht auf meinem Arsch. Okay. Da ist nichts. Ein ähnlicher Dialog wie bei Trails of Cold Steel. Mit dem Arsch. I have something. Ist hier was? Oh, mir juckt das Ohr. Ah, wieso juckt mir mein Ohr? Das ist nicht angenehm. Da geht's runter. Nee, da bin ich hergekommen, ne? There's a treasure chest. Come, let's open. Nee, doch nicht. Hier war ich gar nicht. I can see it. Kann ich die Tür öffnen? Okay, Zodiac Charm. Hier ist ein Silver Key Ring. Macht nichts. Luck plus 2. Ja, probieren wir mal equippen. Und dann bin ich doch beim Security Room. Ah, alles klar. Was geht da? Da ist ein sehr starker Typ, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ja, es zeigt, dass er kein normaler Gegner ist. Der Kontrollraum ist hinter ihm. Wahrscheinlich bewacht er den wirklich stark. Ich glaube, wir müssen die Security... Erstmal, wir müssen da uns wohl mit Gewalt durcharbeiten. I have something. Ist es abgeschlossen? Oh. Ja, es ist abgeschlossen, ey. Kacki. Aber es ist der vordere Raum, alles klar. Die Tür haben wir aufgemacht. Ja, dann müssen wir gegen den jetzt hier kämpfen. Hey, du Bastard. Joker. Let's do this. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Ja, es war total einfach. Ha. Das wird jetzt aber nicht einfach sein. Yikes. Oh, ein Papier... Papier-Maché-Man. Kann ich gegen Agi. Bringer of Misfortune, wenn er aus Papier besteht. Nee, oder? Könnte auch eine Skulptur sein. Persona!
Zwei Agi. Snap. Boah, daneben Glück gehabt. Let's try Bufu. Nein. Let's try Garu. Let's try Zio. Okay, die traditionellen sind es nicht. Nullify Stat Buffs. Decrease Attack. Machen wir mal. Attack Down. Inflicted with Rage. Oh. Okay, dann werde ich ihn wahrscheinlich jetzt hier nicht steuern können. Medium Physical Damage. Block Physical Damage, okay. Increase Defense. Increase Defense. Ups. So, Mina Life Drain. Hammer kann ich mal probieren. Holy Damage geblockt. Okay, Rage ist Berserk. Da muss ich jetzt mit Standardmagie wohl draufhauen. Und immerhin daneben. Das ist ganz gut. Ah, das wird anstrengend. Fürs Accuracy. Mal gucken, ob ich... Was war der Rage, ne? Kann ich Rage recovern? Habe ich irgendwas dafür? So ein Relax Gel, ne? Relax Gel. Relax, Buddy. Zero this bitch up. Karukaja, okay. Attack up. I am down. Oh, vielleicht habe ich ihn gleich. Ich habe mit Garu drauf. Und gleich haben wir ihn. Zio. Okay, oh Gott. Ja, das hat nicht gereicht. Ah, shit, taunt. Aber ist mir jetzt egal. Okay, schießen bringt überhaupt nichts. Dann kriegst du noch einmal Garu. Tough. Na, Physical Blocks. Hat immerhin gute Experience und Money gebracht. Und gute Level-Ups für alle dadurch, ja. Was haben die für neue Skills? Rampage. Oh, Amazio ist der nächste, geil. Jeder müsste, glaube ich, nur... Ne, nur die. Und Media als... okay. Der war tough, aber das gehört wohl so in diesem Palast, ja. Der war am ganz anderen Level als die anderen Gegner. Und er hat eine Art Karte überlassen. Special Tough of Item Kind. Ah, man kann Media einem beibringen. Okay, diese Karten können nur auf Johnnys aktuelle Personas benutzt werden. Die werden konsumiert. Okay, da können wir jemandem Media beibringen. Na, ein bisschen Loot. Komm, wieder zurück zum Exploren. Das ist natürlich wirklich ganz cool. Ups. Treasure Chest Spot. Must be Chest erstmal aufmachen. Ach, scheiße. Abgeschlossen. Also, wir haben es hier hingeschafft. Lass es uns abschalten endlich. Och, the password, ey. Icky. Bin ich euer Ernst? Kann ich das hier nicht? Ach, das ist doch kacke. Das heißt, ich muss jetzt nochmal Gegner besiegen. Die holen nicht das Passwort. Nee, oder? Muss ich sie besiegen? Das Passwort haben? Kann ich von der anderen? It's somewhere. I can see it. Den habe ich auch gemacht. Die beiden sind es wahrscheinlich.
Nee, das sind gar keine beiden. Das sind Sachen, wo ich hochspringen kann. Haha, die beiden waren es nicht. Okay. Ganz vergessen, dass hier... Ah, Passwort. Okay, sie haben schon die Garden Security überwunden. Und ich... Mir wurde gesagt, dass ich das Passwort ändern soll. Es sollte besser nicht simpel sein, ja. Ich hatte Probleme, mir ein gutes auszudenken. I set to the numbers for Lord Malaramis' feet. Die Nummern für seine Füße? Worüber redest du eigentlich, ja? Wir müssen wieder zurück. Lord Malaramis' Füße. Was bedeutet das denn? Vielleicht seine Schuhgröße, hätte ich jetzt auch gedacht. Kennst du die Schuhgröße von dem Typen? Leider nicht. Ich habe es nie gehört. Aber sind wir sicher, dass das das richtige Passwort ist? Malaramis' Füße, was könnte damit gemeint sein? Haben wir nicht irgendwo eine Madarame-Statue gehabt oder so? Oder ein Bild von ihm? Madarames Füße. Och komm! Das ist doch Quatsch, ich hab doch gedrückt. Das ist doch purer Quatsch, dass sowas jetzt passiert. Und auch noch Critical. Das ist doch purer Quatsch. Und noch ein Critical. Das ist doch purer Quatsch. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Okay, Gunfire. Und der. Kannst du mal probieren. Ein Gunfire. Oh, nice one, Fox. Okay, der andere hatte ein Garu, dann wechsle ich auf... Ups. Ach, ich habe keinen Batonpass mit ihm. Shit. So. Stimmt, und ich hätte auch gar nicht wechseln können, weil ich unten war. So, alle schießen, kommen. Ist mir jetzt auch egal. Ich weiß, ich habe noch keinen Hund, aber das hat mich jetzt genervt. Hätte echt nicht sein müssen. Das hätte echt nicht sein müssen. Okay. I can still fight. Let us go. Dann darf Morgana noch einmal Media machen. Lord Malaramis Füße, also. Immerhin hat ihn zwar gesehen, aber kein... Ach, shit, ey. Und auf 30%. So. So. Giant Slice, ey. Wieso kommst du überhaupt dran? Wieso stehst du auf? Wieso stehst du auf? Eins, zwei. Don't move. So. Attack Bitches. Hatte ich von denen eigentlich welche? Weiß gar nicht mehr. Müsste ich eigentlich von den Mandragoras welche geholt haben, ne? Muss es mal checken. Class. Okay. Ah, ist schon bei 30%, ey. Also. Ja. Da, Madarame, das ist doch, ja, wusste ich doch, da ist doch eine Statue. Was steht denn da? Ah, steht was? Ichiryu sei Madarame, der Beste von allen. Ja, hier alleine. Niemand wird seiner Exzellenz entsprechen können. Also, spotte Madarames Feet. Oh ja, aber es ist. Passwort soll das nicht eine Nummer sein? Ich glaube schon, dass da Nummern sind, ja. One ray of hope. Two adept hands. None shall match him. Also. One. Alone. 1120. Nice! Das muss es sein, ja. Okay.
Meine, oh, und da unten stand sogar einer. Holy shit. 1-1-2. Ich wusste doch, dass da eine Statue war. Ich wusste es doch. Lauf, Joker, lauf. Muss mehr Lockpicks machen. Yes. Also mal probieren. Und? Disengaged. Wow, nice. Du solltest... Oh, nice. Es geht auch noch alles auf. Es geht auch noch alles auf. Also, nochmal checken. Mal hinten durch. Holy shit. Wer hat mich denn da gesehen? Oh, das ist aber nicht gut, was ich hier gerade mache. Das ist nicht gut, was ich da gerade gemacht habe. Was hat er denn nochmal für einen Schutz gemacht? Repeal Fire. Okay, also Bufu, nee, Gunfire und Zio. Die waren Gunfire, ne? Gunfire und Zio. Einer. Zwei. Icewall ist mir egal. Oh, und die stehen wieder auf, ey. Oh, nicht auf Fox. Natürlich auf Fox. Ich hab ja Zio, dann mach ich das mal. Shit. Da ist Zio. Also. Eins. One more. Oh, jetzt muss ich hier Gunfire machen. Ein bisschen leid, dass ich mit Skull dann machen muss, weil er hat ja nicht so viele Shotgun-Shells. Also was habe ich denn da für eine Scheiße angestellt? Jetzt noch mehr Gegner? Natürlich. Bei Jack Frost, aber die kriegen zweimal Agi. Wieder ein Agi und dann wechsle ich einmal, weil ich will jetzt nicht noch mehr SP verbraten. Baton Pass so rüber zu an. Wie hier ein Agi macht. Und es könnte sogar durchaus ein dritter da sein, so All Out Attack. Selbst wenn es nur einer ist, den hauen wir auch weg. All Out Ad weg. Okay. Okay. You're not too tired after that, are you? Immerhin ein paar Prozent. Werde ich noch gesucht? Nee, das ist, weil ich so viel verbraten habe. Oh Gott. Also, lass mich mal gucken. Übersehe ich irgendwas? Da unten, ne? Shit, wo kam denn so viel auf einmal wieder her? Rapid Portrait. Gegner hier. A safe room might be close by. Oh, ein Safe Room, ja. Very good. Das nehmen wir auch nochmal mit. Security ist sehr hoch. Weil ich nicht so aufgepasst habe. A safe room. Okay, quick travel to the treasure hall. Let's do it. Das ist gut. Immer drüber speichern. Ja, wir gehen noch nicht raus. Wir haben ja noch genug Skillpoints über. Gehen wir also raus und machen da mal weiter. Rup, rup, rup. Das nächste Stockwerk ist wahrscheinlich auch ein bisschen trickier. Focus.
50 sind wir, ja. Das ist ein bisschen straightforward hier, ne? Und da sind wir eigentlich auch schon da oben. Okay, was geht hier? Nein. Mehr große Paintings wie beim letzten Mal. Aber scheint ein bisschen was Merkwürdiges an denen dran zu sein. Warum schauen wir uns die nicht genauer an? Ich wette, wir müssen auch da durchhopsen gleich. Aber ein bisschen anders als sonst. We can't get past here. Let's look somewhere else. I can feel it. Müsste aber aufgehen, oder? I have something. Okay, da können wir rauf auf die Gemälde. Also, wie beim letzten Mal eine Geheimpassage und so. Aber die sehen total anders aus. Ja, da gibt es sogar zwei, wo gar nichts reingemalt wurde. Das ist merkwürdig, aber wir müssen uns das mal anschauen. Okay, hier geht's auch runter. Ja, aber nicht so weit runter. Kann ich runterspringen? Nein. Focus. Okay. Ah, also, es kann einfach normales können nicht verstehen, dass die Welt der Wüste eine Wunderwelt der Schönheit ist, aber Slowly Drain of my Skill, wenn da so viel Mittelmäßigkeit um mich drumherum ist, dann leidet selbst mein Skill. Also, er beschuldigt die Welt für seinen Skill. Ja, dieser Bastard hatte nie wirkliches Talent. Von Anfang an. Ah, die Götter, auch wenn sie schlafen, ja, die werden die ganze Zeit, man betet zu denen, ja. Und die Leute kommen zu den Schreinen und geben ihr Geld und sind dann total zufrieden, wenn sie zurückgehen. Und Kunst ist fast das Gleiche, ja. Es ist alles in der Vorstellungskraft. Ja, auch wenn das wahr ist, macht es ja, gibt es dir kein Recht, die Leute dann zu verarschen. Focus. What? Ah, guck mal, es kam hier, die sind connected, wir müssen den richtigen Weg finden. Also muss ich hier gerade aussehen. Rein in das Tor. Ja, harte Arbeit bringt nicht die kleine Pflanze zum Wachsen. Ja, viele junge Leute sehen nicht den wahren Wert der Jugend. Das sind Idioten. Ja. Ist es falsch von Experten wie mich, ihre Jugend dann zu verwenden, auszunutzen, bevor sie verwelkt? Ja, er sagt einfach, er ist neidisch auf das junge Talent. Ja. Guck mal, ich bin zu einer Katze geworden, aber ich kämpfe immer noch. Ja, das Alter ist keine Entschuldigung. I have something. Okay. It's somewhere. Wie komme ich da hoch? Focus. Okay, dann ist es diesmal der gerade Weg. Haben sie extra gemacht so. Na, dann bin ich einmal hier. Und dann hier lang gehe. Jump out of painting. In einen Knopf drücken. Ah, das bringt es bestimmt in Bewegung, oder? Oh, es erscheinen Bilder da rum. Ah, jetzt verstehe ich. Also, die versteckte Route bringt einen zu neuen Bildern, ja. Wir sollten uns das angucken. Jetzt ist wahrscheinlich der Weg nach oben da. Weil hier geht es ja Richtung hoch. Nee, ist es nicht. Focus. I have something. Okay, ich gehe jetzt lang. I can feel it. Warte mal, was? I have something. Bin doch hier entlang gegangen, oder? Jetzt bringe ich wieder zurück. Okay. Das heißt, ich muss jetzt den anderen Weg gehen. Oh, da bin ich. Mit deinem Schiff über den Ozean segeln, wenn seine Crew sich die ganze Zeit Sorgen machen würde. Ja, Kunst, Leben, Wasser, das ist alles identisch. Ja, der es bis ganz nach oben schafft, ist der Gewinner. Also er benutzt halt diese schönen Worte und sagt einfach, er benutzt die Leute als Treppe, um aufzusteigen. Das hat er den ganzen Kindern angetan, er hat sie zerstört, nur für seine Kunst. Was für ein Arsch. Oh scheiße, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Das war blöd. Feel it. Focus. Somewhere. Okay.
Das war auch ganz gut, dass wir hier rausgejumpt sind. Nächste Bild können wir da direkt rüber eigentlich. Da gibt es keine leeren Frames mehr. Also wir sollten reingehen und das auschecken. Ich kann nur wieder rein. So, wir können hier nicht rein, okay. Entschuldigung. Dann müssten wir wieder hoch. Ja, wo ist der Typ? It's in our right. Ambush. Aber ein schwieriger Gegner. Zwei von denen und ein Jack Frost. Agi. Agi, Agi. Jetzt lohnt sich ein Maragi, ne? Daneben. So, jetzt lohnt sich endlich mal ein Maragi. Bis drei sind. So, ihr kriegt dann die All-Out-Attack. Reicht zwar noch nicht, aber habe ich nicht noch einen Maragi? Nee, Mabufu habe ich mit. So, ich hau da normal drauf. Und, ist dann jeweils Agi. Das sollte dann reichen. Und hier noch meine, vielleicht ist das sogar genug, um ihn zu killen. Nee, ist nicht. Aber die All-Out-Attack sollte es sein. Wenn ich zwei All-Out-Attacks anwenden muss pro Kampf, ey. Was? Immer noch nicht? Immer noch nicht. Holy shit, habe ich Glück gehabt. Ich hau drauf. Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Okay. Okay, aber ich von hier unten. Müssen wir bestimmt was anstellen. It's somewhere. Der andere Weg hier. Durch das Gemälde. I can see it. Kann ich von da nicht rein? Okay. Kann ich wenigstens die große Tür hier öffnen? Was bringst du denn dann, wenn ich hier unten bin? Wenn ich nicht mehr in das Gemälde rein kann? Hey. Nee, ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier irgendwo reinspringen kann. Aber dem ist anscheinend nicht so. Na gut, da muss ich wohl wieder zurück. Egal. Also, Kamele. Geradeaus am göttlichen Tor. Hier bin ich unten rausgesprungen. Das ist ein Oktopus. Kann man zu dem hin? Wahrscheinlich nicht. Das könnte eine Falle sein. Okay. Ah, okay, das war der, den wir hier hatten. Ja, aber was hatte ich denn vorhin anders gemacht? I can feel it. It's somewhere. Na guck mal, jump down? Das will ich eigentlich nicht. Ich will zu diesem anderen Punkt dahin. Also das Jump down ist das Ausrufezeichen. Focus. Wir sollten den nicht ins Nähe. Was ist, wenn wir hier wieder... Wo wir hier wieder hin? Bin irritiert. Also das Jumpen ist nicht das Ausrufezeichen. Ich will nicht runterspringen. Was kann ich denn hier?
Can't get in. How? Also, es müsste ja auch irgendwas noch hier unten sein. Das ist doch Quatsch, ne? Lucas. Dass ich hier nicht in dieses... Doch, ah, nee, in dieses... In dem Bild bin ich ja drin. Ah, ich bin auch ein Idiot. Hier komme ich ja sowieso rein. Und hier ist nur so Knirbis. Aber den habe ich doch schon längst gedrückt, den Knirbis, ne? Das ist das Dschungelbild. Oder? Das ist das Dschungelbild, ja. Soll ich mich in den Oktopus reinwagen? Das wäre aber Quatsch. Ich verliere damit doch nur Energie. Wenn ich mich in den Oktopus reinwage. Selbst nur Morgana bekräftigt, ja. Dass ich das nicht wagen sollte. Okay, unten. Mach das jetzt. How suspicious. Soll okay sein. Das wird nicht okay sein. Ah, jetzt verstehe ich. Oh crap, enemies. Okay. Geh wieder hoch. So ist es also gedacht. So, jetzt verstehe ich auch, wie man hier runter oder warum man da unten sein sollte. Nach oben ist es nicht. I have something. Das Ausrufezeichen ist da, dass ich durch das Loch da springe. Komme ich denn überhaupt wieder... Guck mal, komme ich denn überhaupt wieder in das hier rein? Okay, das war der Knirbis. Ah! Okay, Schönheit ist nur eine Fata Morgana. Ja, das in Geld zu verwandeln, das bringt wirkliches Glück. Mein feines, meine feine Villa, mein Lifestyle, bei den kleinen ausgewählt oder die bei den Leuten, die ausgewählt sind, ja, das ist die wahre Kunst. Also, einfach hier in der Hütte sein Atelier zu haben, das ist einfach nur gespielt. Oh Mann, ich bin so blöd, dass ich so reingelegt wurde. I have something. Okay, dann war's das. Blöd. I have something. Focus. Jump out of painting. Okay. Endlich. Ach, wir haben so viele seiner Bilder gesehen und er hat noch nie seine Liebe für die Kunst erwähnt. Das sind keine Bilder, das sind keine Gemälde, das sind einfach seine, ja, dass er seine eigene Meinung nochmal propagiert, ja, dass er sich selbst damit ein bisschen sicherer ist, das hat er einfach in Bilder gefüllt. Ja, ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wenn wir endlich einen Gesinnungswandel hervorrufen, wie es bei ihm wirken wird. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass der dann nicht quasi weg ist. Plastic Frame. I can feel it. Okay, komm ein bisschen näher. It's within. Show me your true form. Come nearer, my friend. Okay, Bufo, Nezio und... Nezio und Gunfire. Mach mal Gunfire. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Aber die ist gegen... Nee, gegen das ist sie strong. Nee. Giant Slice, da kriegst du die Kills. Ein Hold-Up. Aber perfekt ist Maragi. Okay. Holy fuck!
Was ist denn da passiert? Die haben Repeat... Warte mal, wo haben sie das denn her? Wo habt ihr das denn her? Wo habt ihr das denn her? Orko speaks. Nee, fuck you. Killt euch alle. So. Ihr kriegt jetzt ein Mabufu. Weil ich das mal machen möchte. Die alten Säcke. Insta gekillt. Verdammt nochmal, die Reihenfolge bringt mich jetzt durcheinander. Ich brauche wirklich mal Baton Pass mit dem neuen. Den Namen immer noch nicht zu 100% merken. Let's hurry ahead. So, dann gibt's nochmal ein Media. I can feel it. Spring doch auf. Show me your true form. War ich direkt neben dir? Wieso bist du nicht aufgesprungen? Oh, ist der rot? Okay, wieder sowas. The first move is ours. Use electric moves. Okay. Weakness. Stark gegen. Gunfire. Bring out the artillery. Use electric moves. Those are its weakness. Und ein Mabufu. Ich gebe den Batonpass weiter an Ryuji. That's four enemies down. Wohl, naja, komm. Ich kriegen das so hin. So. Brauche ich nicht nochmal verschwenden. Yeah! Victory! So viele Gegner gleichzeitig. Yikes. Okay. I can feel it. They were nothing. Da ist ja noch einer. Und da ist eine Kiste. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Enough Soul, okay. SP Healing. Da ist einer. Gar nicht gesehen. Zuerst. Nochmal so viel? Hunde und Jack Frost. Okay, die Hunde waren Garu. Jack Frost war Agi. Dann sollte ich mal auf Garu wechseln. Garu this bitch. Oh shit. Falscher Knopf. This is my other self. Vielleicht krieg ich ihn gekillt damit? Nein. Okay. Reicht das vielleicht für... Nee, ich werde keinen. Der hat den mehr. Aber den killen wir lieber instant. Greifst da? Nee, ich hau dich jetzt so kaputt. Ich will mal einen Rush machen. Mabufu! WTF! Ich will einmal will ich was schnell erledigen und dann krieg ich Mabufu ins Gesicht. Fick dich, Mabufu. Da muss ich jetzt, glaube ich, zweimal mit Morgana heilen. Okay. Müsste ich zweimal machen. Neuer Skill für Kodama immerhin. Psy. Oh, okay, nicht schlecht. Also habe ich auch mal einen Psychic Attack. Alright. Let's hurry. Oh, shit, ey. Oh, Diorama habe ich jetzt gekriegt. Ach ja, das hatte ich schon, ne? So, mit Morgana heilen. Egal. So, ankriegt noch eins. Für die Räume soll es noch reichen. Sind ja bald da. Focus. I spotted a shadow, Joker. I have something. You can do it from this range. Ja, warum? Okay, kein Ambush, aber immerhin. So einer ist es. Der war Agi, ne? Let's go. Weak to fire. Go on, stretch. Got him on the ground.
Oh. Okay. Critical Attack. Habe ich auch nichts gegen. I do not mind the critical attack. Okay, fuck. Persona! Give me the AG. Ja, all those attack bräuchten wir eigentlich jetzt nicht mehr, aber... Heieiei, Maiha. Das war Psychic, oder was war das? Aiha. The Attack. Bin mir nicht ganz so sicher. Level 18. Haben es geschafft. Auch sehr gut. Persona ist up to level 18. Well, that's that. Haben den Search Level gesenkt. Ey, ich muss jetzt fast schon Dauer heilen. Okay. Okay. So, und die Zeit ist eigentlich vorbei, aber lass uns das nochmal fertig kriegen. Die Mandragoras hatten Gunfire. Und die haben Garu. Also Gunfire. Die Mandragoras. So. Und ich hoffe, dass wir auf Johnny sind gleich. Nein. Alter, warum ist Johnny denn der Letzte? Okay, Garu. Zack, das müsste die auch wahrscheinlich sogar killen. Nee, doch nicht. Aber den killt's auf jeden Fall. Da kann ich eine All-Out-Attack machen. Mir egal, die Hunde hole ich mir. Im Mementos, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, Morgana ist auch aufgestiegen. Morgana hängt ein bisschen hinterher verglichen mit den anderen immer. Gefühlt. We can do it from this way. I'll reveal your form. Hängt auf der Toilette rum. Wahrscheinlich ein schwieriger Gegner. Yo, so einer ist das, okay. Okay, Mabufu. Oh, ich kann Zio machen und dann Mabufu. Ja. Ein Zio für dich. Und jetzt gibt's einen Mabufu. Go now! Oh, ich brauche noch nicht mehr die All-Out-Attack, ey. All according to plan. Ich brauche noch nicht mehr die All-Out-Attack. 1000? Also 1000 Geld meine ich, 100 Experience. Ja, 1059 sogar. Visual Level Up. Alright. That's all. Irgendwas, was sich auf der Toilette lohnt? Natürlich nicht. Was ist hier mit der Toilette? Da ist ein Schatz, ja. Straw Doll. Strohpuppe. I can feel it. So. Das war's doch eigentlich, ne? Das müsste der letzte Part sein. I can see it. Ne, wo bin ich hier? Okay. Das ist nicht auf der Karte vermerkt. Was ist denn das für ein Ort? So viel Gold, es tut meinen Augen weh. Die Verzerrung ist wirklich schlecht hier. Es hält wirklich nicht zusammen. Es ist noch nicht mal auf unserer Karte drauf. Also müssen wir die Wahrheit nur durch unsere Augen alleine sehen. Okay. Nee, Leute, also ich dachte, ich schaff's noch bis zum nächsten Save, aber das ist leider ein bisschen zu umfangreich. Lass uns für heute mal Schluss machen und beim nächsten Part dann diesen extra Part erkunden. Und hoffentlich noch innerhalb der nächsten Session dann den Dungeon schaffen. Bis dann.